Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und ja, uns bleibt jetzt nur noch Evolution weiter zu fahren. Einfach aufgrund dessen. Da ja der Werksfahrer nun fertig ist. Klasse 1. Ah, dann geht's ja bald wieder. Oder dann endlich mal in das Fahren des Boxster Porsches. So, aber erstmal Klasse 1. Okay. Was hätten wir da? Noch gar nichts. Ups. Den hier können wir uns zulegen. Boah, da geht wieder die Kohle drauf, ne? Jo, cool. Ja, was soll's. Kaufen wir uns den. Aufmotzen wird sicherlich schön teuer werden. Na, schauen wir mal. Das Krempel rein da. Ja, allein der Motor, der macht uns das schon finanziell fertig. Das ist hart. Das ist etwas unschön geregelt hier. Tja. Da hätte ich wohl was fahren müssen, womit wir wieder Money reinkriegen, ne? Sonst wird das ja nichts. Was bleibt uns denn? Einfach nur Golden, ne? Kann ich 944er fahren, ne? Aber das, boah, das ist das Preisgeld schon so hoch, ne? Das war aber unschön jetzt. Ja, was mache ich da jetzt? Das ist ziemlich ätzend. Das gefällt mir so gar nicht. Denn ständig nur Geld verdienen folgen wollte ich nämlich eigentlich nicht machen. Sondern den weiteren Verlauf, ne? So ist das Preisgeld dann noch einmal so hoch. Das ist etwas sehr doof gemacht. Ja. Das ist äußerst nervig. Boah, 400.000 Preisgeld. Wie soll man die ganze Kohle denn verdienen? Das ist ziemlich scheiße. Das nervt mich jetzt. Irgendwie muss man ja
das regeln können. Ne? Kann ich nur den Weg gehen, dass ich hier mit warmen Kohle mache. Ne? Günstig kaufen, reparieren, verkaufen. Das probieren wir mal. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich komme anscheinend nicht drum rum. Für 34.000. Ja. So kann ich meine Moneten wieder etwas aufbauen. Ne? Stückchen für Stückchen für Stückchen. Oh, das ist doof, so will ich das nicht machen. Eigentlich. Zumal, wie man sieht, ist das ziemlich unübersichtlich und ätzend. Das ist richtig ätzend. Aber so kommt man halt zu Geld. Tja, schön ist schon. Ich wollte eigentlich gerne fahren, aber naja. Ist mir nicht gegönnt. Der wahrscheinlich mieseste Bug in diesem Spiel, würde ich mal behaupten. Kann man das als Bug bezeichnen? Doch, ich denke schon. Tja, müssen wir wohl eine Geldverdienfolge machen. Na gut. Also. Geld verdienen im Sinne von klicken. Da hätten sie sich definitiv was Schöneres einfallen lassen können. Die Preisgelder zum Beispiel nicht so hoch machen, ne? Oder die Waage. Oder beides halt ausgeglichen, je nachdem. Aber dass das nochmal gepatcht wird, das werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben. Es sei denn, wir fangen selber an hier zu modden. Das dann wahrscheinlich schon eher. Das ist jetzt natürlich doof. Finde ich richtig kacke. Ja, vertippt man sich ja schon. Ich muss ja hier was einkaufen. Ja, wie man sieht, stockt das Geld langsam auf. Total bescheuert, aber gut. Ach, ja. Dann kann man noch einige Zeit ins Land gehen lassen dabei. Was dann auch wieder den Spaß nimmt, weil wenn man Need for Speed spielt, will man ja eigentlich hier fahren und so, oder? Nicht hier irgendwie mit Geld rumkicken. Tja, aber so werde ich es jetzt machen müssen und so werde ich es auch machen, aber ich nehme das nicht alles auf. Und ja,
das hoffentlich bald, wenn wir weiterfahren können.